Sarah, wo ist Lisa? Wer bist du? Ich muss wissen, wo Lisa ist. Das geht dich gar nichts an. Doch, es ist wichtig. Entweder ich esse ein Eis oder Pommes. Oder ein Pommes-Eis. Komm schon, Sarah, es ist wirklich wichtig. Nö, ich vertraue dir nicht. Vielleicht bist du ein Stalker oder so. Ich bin kein Stalker. Ich bin Lisa, aber aus der Zukunft. Ob das schmeckt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wovor hat Lisa am meisten Angst? Davor, dass jemand ihre geheime Sammlung findet. Du bist es wirklich! Sag ich doch. Also, wo ist sie? Bei sich zu Hause. Danke, Sarah. Lisa? Ja? Alles klar bei dir? Nein. Was ist passiert? Ich habe ein Pommes-Eis gegessen und musste mich übergeben. Hier ist unser altes Haus. So viele Erinnerungen. Lisa muss hier in der Nähe sein. Hat es wenigstens geschmeckt? Ja, am Anfang schon. Lisa, bist du es? Ja, und du bist wer? Was ist hier passiert? Ach ja, das Pommes-Eis, ich erinnere mich. Woher weißt du das? Das erzähle ich dir draußen, komm mit. Wow, cooles Raumschiff. Danke. Also, wer bist du jetzt? Ich bin du. Hallo du, ich bin Lisa. Nein, du Pflaume, ich bin auch Lisa. Cool, wir haben den gleichen Namen. Ja, das sage ich doch. Ich bin du, aber aus der Zukunft. Bist du bereit für dein Praktikum, Markus? Ja, ich denke schon. Ist alles okay? Du siehst etwas müde aus. Bin ich auch. Ich habe bis 4 Uhr Fortnite gespielt. Das haben wir dir doch verboten. Ach so, habe ich Fortnite gesagt? Ich meinte, ich habe Mathe gelernt. Ich muss jetzt los. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Wohin gehen wir? In die Zukunft. Okay, ich bin dabei. Vielleicht sollte ich das Pommes-Eis auch mal probieren. Was kann schon schief gehen? Wo sind wir? Erkennst du diesen Ort nicht, Lisa? Nein, hier war ich noch nie. Doch, hier stand unser Haus vor 20 Jahren. Was ist passiert? Komm mit, ich zeige es dir. Das war keine gute Idee. Jetzt weiß ich, warum Lisa gekotzt hat. Oh Mann, ich hätte echt nicht so lange Fortnite zocken sollen. Reiß dich zusammen, Markus. Das ist dein erster Tag. Du musst einen guten Eindruck hinterlassen. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich bin für mein Praktikum hier. Heute ist mein erster Tag. Da hinten ist die Umkleide. Bitte zieh dir einen weißen Kittel an. Ich gebe Nils Bescheid, dass du da bist. Okay, danke schön. Was ich dir jetzt zeige, darfst du niemanden verraten, okay? Keine Angst, ich bin gut darin, Geheimnisse zu bewahren. Nein, bist du nicht. Woher weißt du das? Weil wir die gleiche Person sind. Oh ja, stimmt. Heute ist unser Hochzeitstag. Ich werde Martin kurz anrufen. Deshalb sollten wir auch Thunfisch verkaufen. Na Schatz, wie geht es dir? Freust du dich schon auf später? Bei mir ist gerade schlecht, Marie. Ich bin in einer wichtigen Besprechung. Kein Problem, wir sehen uns dann um 8. Um 8 Uhr? Was hast du denn vor? Du hast in dem Restaurant reserviert. Heute ist unser Hochzeitstag. Das hast du doch nicht vergessen, oder? Nein, natürlich nicht. Bis später, Liebling. Leute, ich muss mal kurz weg. Vor genau 20 Jahren und einem Tag ist es passiert. Was ist passiert? Sind die McGermans-Gutscheine abgelaufen? Nein, die Apokalypse hat begonnen. Du bist also Markus. Ja, das bin ich. Servus, ich bin Nils. Folg mir einfach und fass bitte nichts an. Okay, verstanden. Hallo, ich brauche unbedingt einen Tisch. Lassen Sie mich kurz nachschauen. Unser nächster freier Tisch ist in 1 Jahr, 2 Monaten und 4 Tagen. Nein, ich brauche heute einen Tisch. Das geht leider nicht. Wir sind ausgebucht. Bitte, heute ist mein Hochzeitstag. Ach so, sagen Sie das doch gleich. Also, haben Sie einen Tisch? Nein. Alles fing mit dem Praktikum von Markus an. Was hat Markus mit der Apokalypse zu tun? Das ist alles seine Schuld. Er ist dafür verantwortlich, dass die Welt untergeht. Warum das denn? Was ist das hier? Das ist unser Laborraum.
Hier testen wir unsere neuen Sachen. Darf ich das mal anfassen? Nein, du darfst nichts anfassen. Das Zeug ist giftig. Wo ist Lisa eigentlich hin? Sie war doch gerade eben noch hier. Vielleicht hat diese komische Frau sie entführt. Oh, schauen Sie mal, was da liegt. Was soll das werden? Die 2 Euro da sind doch von Ihnen, oder nicht? Versuchen Sie gerade, mich zu bestechen? Er hat das tödliche Virus freigelassen. Wie konnte das passieren? Es ist bei seinem Praktikum passiert. Anscheinend war es ein Unfall. Ach so, wenn es ein Unfall war, kann der nichts dafür. Er hat die Apokalypse ausgelöst, Lisa. Natürlich kann er etwas dafür. Das war bestimmt nicht so gemeint. Das ist unser Lagerraum. Hier lagern wir alles. Und was ist hinter der Tür? Der Raum ist für dich strikt verboten. Dort darfst du auf keinen Fall durch. Hast du das verstanden? Ja, nicht durch die blaue Tür gehen. Sehr gut, gehen wir weiter. Wann wird es passieren? Morgen, also am Mittwoch. Aber heute ist doch Mittwoch. Nein, das kann nicht sein. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Heute kommt die neue Staffel von Like Germans. Oh mein Gott, dann wird es heute passieren. Wir müssen sofort zurück. Nein, ich will Sie nicht bestechen. Sie haben nur Ihr Geld verloren. Das reicht nicht einmal für eine Portion Hundefutter. Bitte, ich brauche unbedingt diesen Tisch. Okay, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja? Sie arbeiten einen Tag mit in der Küche. Dafür bekommen Sie den Tisch. Okay, legen wir los. Darf ich eigentlich irgendetwas machen oder soll ich nur rumstehen? Deine einzige Aufgabe ist, keinen Blödsinn anzustellen. Du sollst nur dastehen und dir die Sachen anschauen. Okay, das kriege ich hin. Halt dich gut fest, Lisa. Die Fahrt könnte etwas holprig werden. Sorry, das passiert immer, wenn ich aufgeregt bin. Mir auch. Okay, fliegen wir. Zurück in das Jahr 2023. Haben Sie Erfahrung in der Küche? Nein, nicht wirklich. Okay, aber können Sie kochen? Ich weiß, wie man Tiefkühlpizza macht. Also können Sie nicht kochen. Ich müsste mal auf Toilette. Die Toilette ist da hinten neben der Kantine. Okay, bin gleich wieder da. Hat es funktioniert? Ja, ich denke schon. Irgendwie sieht es hier anders aus. Wir müssen Markus finden, so schnell wie möglich. Hallo, ich bin Lisa. Ich auch. Was wollt ihr von mir? Wir suchen einen Markus Müller. Kennst du ihn? Nein, noch nie gehört. Jetzt lass mich in Ruhe. Suchen wir weiter. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Als erstes machst du den Teig für die Desserts. Was brauche ich dafür? Eier, Mehl und Wasser. Weißt du überhaupt etwas übers Kochen? Ich weiß, wie man Currywurst bestellt. Nimm einfach die Sachen und mix in einen Topf zusammen. So hier? Ja, genau. Man kann nicht viel falsch machen. Das ist echt anstrengend. Heul nicht so rum. Ich muss kurz weg, bin gleich wieder da. Hat er rechts oder links gesagt? Welche von den beiden ist die Toilette? Das Schild da oben habe ich schon einmal gesehen. Das aber auch. Was soll ich machen? Ich probiere es erst einmal dort. Wie heißt du? Ich bin Michael. Michael und weiter? Michael Kunze. Wir sind zu weit gereist. Welches Jahr haben wir? Na, 2014. Was sind das für Fragen? Wir müssen weiter, Lisa. Was ist hier passiert? Ist dir der Teig runtergefallen? Nein, ich habe ihn gegessen. Du hast 1 Kilo rohen Teig gegessen. Ja, ich hatte Hunger. Ich werde dir eine einfache Aufgabe geben. Etwas, was nicht einmal du versauen kannst. Das darf nicht noch einmal passieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bald passiert Markus der Unfall. Wo soll denn hier ein Klo sein? Hier sieht es komisch aus. Aber es stinkt. Wahrscheinlich bin ich am richtigen Ort. Das Kleid gefällt mir. Heute ist ein besonderer Tag. Ich werde es für unseren Hochzeitstag kaufen. Okay, Martin, deine neue Aufgabe ist wirklich einfach. Okay, was soll ich tun? Du musst einfach nur die Eier da in der Pfanne braten. 2 Minuten auf jeder Seite. Okay. Schaffst du das? Ja, ich denke schon.
Da kann ja nicht viel schief gehen. Glaubst du, wir sind richtig? Ich weiß es nicht. Sieht es hier so aus wie im Jahr 2023? Wir müssen jemanden fragen. Das ist der schnellste Weg, es herauszufinden. Oh Mann, ich bin echt müde. Ich hätte nicht so lange Fortnite spielen sollen. Ich glaube, ich mache ein kleines Nickerchen. Nur für 10 Minuten. Das merkt sowieso niemand. Wie sieht das aus? Gut, das ist auch der einfachste Job hier. Pass einfach auf, dass die Eier nicht zu lange in der Pfanne sind. Ansonsten brennen sie an. Okay, verstanden. Ich muss kurz wohin. Bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt es? Wissen Sie, wo Markus ist? Markus wer? Markus Müller. Ich hatte mal einen Schüler namens Markus. Aber das ist schon lange her. Warte mal, wie heißen Sie? Mein Name ist Herr Kunze. Wieso? Taxi. Wow, das ging ja schnell. Wo bleibt der Junge? Er ist schon seit 30 Minuten auf der Toilette. Vielleicht hat er Durchfall. Ich werde mal nachschauen, wie es ihm geht. Das raucht aber ganz schön. Das ist bestimmt gut für den Geschmack. Ich glaube, Spiegelei wird meine neue Spezialität. 20 Minuten sind aber rum. Bald muss ich das Ei wenden. Was? Sie sind Herr Kunze? Ja, wieso? Gibt es ein Problem? Welches Jahr haben wir? Wir sind im Jahr 2043. Oh nein, wir sind zu weit gereist. Wir müssen schnell zurück. Wo bin ich? Bin ich etwa eingeschlafen? Ich muss wieder zurück. Oh Mann, mir ist echt schwindelig. Markus, wo bist du? Hallo, Markus? Kannst du mich hören? Oh nein, er ist doch nicht etwa durch die Tür gegangen, oder? Ah, mein lieber Scholli, Sie sehen aber heiß aus. Gibt es einen besonderen Anlass? Dankeschön. Ja, mein Mann und ich feiern unseren Hochzeitstag. Der kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Ach, hören Sie auf. Sie machen mich ja ganz verlegen. Wohin fahren wir? Zum German Cuisine, bitte. Das ist das beste Restaurant der Stadt. Wie haben Sie da einen Tisch bekommen? Mein Mann hat das geregelt. Der muss ein krasser Typ sein. Das Ei hat Feuer gefangen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Was machst du da? Ich flambiere das Ei. Das Ei brennt. Wie konnte das passieren? Ich hab nur gemacht, was Sie gesagt haben. Ich habe es auch nach 20 Minuten gewendet. Nach 2 Minuten nicht 20, du Vollidiot. Oh nein, in ein paar Minuten ist es soweit. Gleich passiert Markus der Unfall. Was machen wir? Wir müssen ein paar Jahre zurückreisen, aber das ist wirklich unsere letzte Chance. Ich hoffe, die Zeitmaschine ist richtig eingestellt. Was ist jetzt passiert? Die ganze Pfanne brennt. Du musst sie sofort löschen. Das ist ein Fettbrand. Okay, wir sind da. Genießen Sie das Essen. Vielen Dank. Wow, sogar von außen schaut der Laden luxuriös aus. Ich freue mich jetzt schon auf das Essen. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, ich glaube, wir sind im richtigen Jahr gelandet. Hallo, kann man euch irgendwie helfen? Ja, wir suchen jemanden. Sein Name ist Markus Müller. Kennen Sie ihn? Lass mich kurz überlegen. Nein, einen Markus Müller kenne ich leider nicht. Es tut mir leid. Kein Problem. Wie heißen Sie denn? Ich bin Manfred. Manfred Kunze. Und wer ist in dem Kinderwagen? Das ist mein Sohn, Michael Kunze. Er wird mal Lehrer an dieser Schule. Herr Kunze ist in dem Kinderwagen? In welchem Jahr sind wir? Im Jahr 2003. Wieso? Oh nein. Hallo, was kann ich für Sie tun? Mein Mann hat einen Tisch für uns reserviert, auf den Namen Peters. Ich kann den Namen nicht in unserem System finden. Sicher, dass der Tisch für heute ist? Ja, ich bin mir sicher. Heute ist unser Hochzeitstag. Schnell, lösch das Feuer. Okay, da ist Wasser. Nein, nicht mit Wasser löschen. Ansonsten gibt es eine... Eine was? Eine Explosion. Oh nein! Was war das? Klang so, als kam es aus der Küche. Vielleicht mache ich noch einmal ein Nickerchen. Nur für 5 Minuten. Was war das für ein Geräusch? Das klang so, als wäre etwas zerbrochen. Es kam aus dem Hochsicherheitsraum.
Was hat der Junge angestellt? Was ist das für ein Geräusch? Das war der Timer. Es ist zu spät, Lisa. Der Unfall ist schon passiert. Wir haben versagt. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Doch, das ist es. Komm schon, wir müssen es probieren. Sicher, dass du das sehen willst? Es ist kein schöner Anblick. Wir müssen versuchen, die anderen zu retten. Okay, wie du möchtest. Was ist hier passiert? Dieser Idiot, wer hat ihn in meine Küche gelassen? Schatz, was machst du denn hier? Ich bin hier für unser Abendessen. Ich glaube, das müssen wir verschieben. Ich hab dir eine Aufgabe gegeben. Du solltest einfach nur einen Tisch reservieren. War das zu viel verlangt? Oh, das war nicht geplant. Ach, das wird nicht so schlimm sein. Ist ja nur ein Virus in einem abgesperrten Raum. Markus, was machst du hier? Ich hab die Toilette gesucht. Die Toilette ist nicht hier, sondern da drüben. Das Virus ist gerade ausgebrochen. Wir können versuchen, so viele wie möglich zu retten. Wo ist dieses blöde Virus? Im Labor in der Leopoldstraße. Dann gehen wir dorthin. Nein, du verstehst das nicht. Das Virus ist schon ausgebrochen. Dort ist es viel zu gefährlich. Ich werde trotzdem hingehen. Halt, Lisa, warte. Du solltest einfach nur einen Tisch reservieren. Nicht das Restaurant in die Luft jagen. Tut mir leid, Marie. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ist das Ihr Mann? Ja, das ist er. Sie tun mir wirklich leid. Was ist passiert? Hast du etwas kaputt gemacht? Nein, wieso? Es hat sich so angehört, als wäre etwas kaputt gegangen. Mir ist nur ein Glas runtergefallen. Was für ein Glas? Oh mein Gott, du hast das Virus freigelassen. Das war aus Versehen. Wir müssen sofort von hier weg. Hier ist das Labor. Die andere Lisa hat keine Ahnung. Ich werde mich nicht von irgendeinem Virus aufhalten lassen. Oh nein, sie ist in das Labor gegangen. Wenn sie sich mit dem Virus infiziert, habe ich ein Problem. Warte mal, Lisa ist ich in der Vergangenheit. Wenn sie stirbt, dann sterbe ich auch. Der Alarm ist ausgebrochen. Welche Stufe? Die höchste. Wir müssen sofort hier raus. Wo sollen wir hin? Wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Sind wir draußen sicher? Nein, vor dem Virus sind wir nirgendwo sicher. Oh nein, da kommt es. Lauf, Markus. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich suche meinen Freund. Sein Name ist Markus. Ach, wie süß. Du hast schon einen Freund? Seid ihr etwa zusammen? Naja, es ist gerade etwas kompliziert, aber eigentlich schon. Wo wollt ihr denn alle hin? Es ist doch erst 14 Uhr. Hast du es doch nicht gehört? Nein, was denn? Wir haben Alarmstufe Rot. Alle müssen das Labor sofort verlassen. Hör zu, Kleine. Du musst sofort hier raus. Lisa, bitte bleib stehen. Du weißt nicht, was du tust. Ich werde Markus und die anderen retten. Lisa, was machst du denn hier? Ich bin hier, um dir zu helfen. Was ist passiert? Wir haben keine Zeit für so etwas. Das Virus ist bestimmt gleich wieder da. Wir müssen sofort verschwinden. Nein, ich bleibe hier. Dann bleibe ich auch hier. Wie ihr wollt. Also, was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen ein Virus freigelassen. Lisa, wir müssen sofort von hier weg. Wer ist das? Das bin ich, aber aus der Zukunft. Hä? Oh nein, das Virus ist da. Wir müssen sofort weg. Folgt mir. Ich kann es nicht glauben. Du hast unseren Hochzeitstag ruiniert. Schon wieder. Tut mir wirklich leid, Marie. Das war ohne Absicht. Samuel, wo ist Lisa? Ich weiß es nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Sie ist deine Schwester. Ich glaube, sie ist noch zu Hause. Wenn sie in 5 Minuten nicht da ist, bekommt sie eine 6. Und du auch. Was? Warum bekomme ich auch eine 6? Aus Prinzip. Die anderen sind alle schon weg. Wir müssen uns in Sicherheit begeben, bevor sich das Virus verbreitet. Was macht das Virus überhaupt? Es verändert die Menschen. Sie werden nie wieder so wie vorher. Dann müssen wir verhindern, dass es ausbricht. Wie stellst du das vor? Ich habe eine Idee. Folgt mir. Manchmal frage ich mich, was mit dir nicht stimmt.
Sag mir doch einfach, dass du es vergessen hast. Du musst das Restaurant nicht gleich in die Luft jagen. Ich hab versucht, alles richtig zu machen. Hast du aber nicht. Du hast alles falsch gemacht. Du bist immer unzufrieden mit mir, egal was ich mache. Die 5 Minuten sind vorbei. Lisa ist immer noch nicht hier. Samuel, du bekommst eine 6. Das ist unfair. Das Leben ist unfair. Gewöhn dich dran. Was machen wir an dem Raumschiff? Wir werden es benutzen. Um wieder in die Zukunft zu reisen? Nein, als Waffe. Du willst das Raumschiff als Waffe benutzen? Ja, um das Virus zu zerstören. Du machst ja auch nur Blödsinn. Es ist nie genug für dich. Mir reicht es. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr? Na dann geh doch. Das werde ich auch. Herr Kunze? Ja, Samuel, was gibt es? Darf ich kurz auf Toilette? Du hast 2 Minuten. Langsam mache ich mir Sorgen um Lisa. Sie ist schon viel zu lange weg. Irgendwo hier muss sie sein. Ich werde sie suchen. Lisa, das ist ein Raumschiff, keine Waffe. Mir egal. Ich werde das nicht zulassen. Wir müssen das Virus aufhalten. Daran habe ich noch nicht gedacht. Vielleicht ist es einen Versuch wert. Was macht das Virus gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es teilt sich. Niemand kann mich aufhalten. Lass mich mal sehen. Du hast recht. Es hat sich schon mehrmals geteilt. Wir müssen den Angriff so schnell wie möglich starten. Markus hat recht. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen sie nutzen. Gehen wir. Was willst du? Ich bin es, Martin. Martin, was machst du denn hier? Ich wollte nur kurz mit dir reden. Du kommst nie einfach so vorbei. Was ist wirklich passiert? Ich habe mich mit Marie gestritten. War ja klar, dass du es früher oder später versaust. Kann ich jetzt reinkommen oder nicht? Ja klar, komm rein. Dieser blöde Martin, er macht nie etwas richtig. Ich will einmal einen normalen Hochzeitstag. Lisa, bist du hier irgendwo? Ich bin es, Samuel. Brauchst du Hilfe? Komisch, wenn sie nicht hier ist, wo ist sie dann? Denkst du wirklich, das funktioniert? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es probieren. Okay, ich warte auf euer Signal. Komm, Markus, vernichten wir dieses Virus ein für alle Mal. Mit dir habe ich heute wirklich nicht gerechnet. Ich wollte auch nicht herkommen, aber ich hatte keine andere Wahl. Warum bist du dann hier? Weil du die einzige Person bist, die mir jetzt noch helfen kann. Was hast du angestellt? Wie sieht es aus, Markus? Der Virus hat sich noch nicht bewegt, aber es teilt sich immer weiter. Die Welt wird mir gehören. Dann müssen wir schnell sein. Ich gebe Lisa Bescheid. Ja, ich höre. Das Virus ist noch an der gleichen Stelle. Es teilt sich immer weiter. Es wird bald versuchen auszubrechen. Wir müssen uns beeilen. Versuch das ganze Labor zu treffen. Okay, ich gebe mein Bestes. Will der nicht langsam wiederkommen? Ich bin ganz alleine hier, an unserem Hochzeitstag. Weil du die einzige Person bist, die mir jetzt noch helfen kann. Erzähl schon, was ist passiert? Ich habe unseren Hochzeitstag ruiniert. Wie das? Wir wollten in einem Restaurant essen gehen, aber ich habe es hochgejagt. Ach, das ist doch halb so wild. Das ist mir auch schon passiert. Lisa, ich bin jetzt in Position. Ich kann den Sturzflug beginnen. Alles klar, wir gehen in Deckung. Oh nein, was ist jetzt los? Was ist passiert, Markus? Der Virus, es hat angefangen, sich zu bewegen. Oh nein! Lisa, wir haben ein Problem. Was ist los? Das Virus bewegt sich. Wir müssen jetzt zuschlagen, ansonsten ist es zu spät. Geht sofort in Deckung. Habt ihr gehört? Markus, wir müssen von hier weg. Du hast einen komischen Fleck im Gesicht. Nimm das Fernglas und dann komm jetzt. Okay. Wirklich? Dir ist das auch schon passiert? Naja, nicht ganz so. Ich bin ja kein Idiot. Danke, Papa. Du bist wirklich eine große Hilfe. Gerne, mein Sohn. Das war sarkastisch. Seid ihr in Sicherheit? Ja, wir haben uns gut versteckt. Wir sind sicher. Du kannst loslegen. Okay, es geht los. Beginne den Sturzflug. Markus, was machst du da? Ich begebe mich in Deckung. Und du? Nichts, ich bin einfach nur normal. Vielleicht war ich etwas zu hart zu ihm. Er wollte wirklich nur das Richtige tun. Eigentlich ist er ein Guter. Es tut mir schon etwas leid.
Ich werde mich bei Martin entschuldigen. Was soll ich jetzt machen? Das ist ganz einfach. Du kaufst dir Blumen und dann entschuldigst du dich bei ihr. Glaub mir, das klappt immer. Das ist gar keine schlechte Idee. Danke, Papa. Du hast mir wirklich geholfen. Gerne doch. Es ist an der Zeit. Jetzt oder nie. Okay, ich bin in Position. Ich muss den Schleudersitz aktivieren. Komm schon, es muss funktionieren. Siehst du schon etwas? Nein, bis jetzt nur eine rote Wand. Halt das Fernglas mal höher. Gute Idee. Ja, ich kann das Raumschiff sehen. Es fliegt gerade auf das Labor zu. Hoffentlich funktioniert unser Plan. Halte dich fest, Markus. Aufschlag in 3, 2, 1, jetzt! Das war eine Riesenexplosion. Es muss funktioniert haben. Ist das Virus jetzt tot? Ich glaube nicht, dass es überlebt hat. Die Explosion war heftig. Entschuldigung, haben Sie Blumen? Ja. Wollen Sie eine Blume oder einen ganzen Strauß? Ich nehme den größten Strauß, den Sie haben, bitte. Wow, du musst es ja ganz schön verbockt haben. Geben Sie mir einfach die Blume, okay? Ja, das macht 25,50 Euro, bitte. Wo könnte Martin hingegangen sein? Entweder er ist bei seinem Bruder oder er ist bei seinem Vater. Ja, da wird er sein. Ich werde zu ihm gehen und mich entschuldigen. Ich muss sofort zu Lisa und Markus. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir warten erst einmal ab. Lisa, kannst du mich hören? Ich bin es. Wo kommt diese Stimme her? Ich bin hier drüben. Bernhard, wir müssen los. Hallo, hörst du mich, Bernhard? Warum hast du mich aufgeweckt? Ich war gerade in Costa Rica. Weil es in der Leopoldstraße eine Explosion gab. Irgendjemand ist mit einer Rakete in das Labor geflogen. Welcher Idiot fliegt mit seiner Rakete in ein Labor? Los jetzt, wir haben keine Zeit. Hallo, Marie? Bist du hier irgendwo? Komisch, ich dachte, sie wäre zu Hause. Vielleicht habe ich etwas überreagiert. Hoffentlich ist Martin nicht sauer auf mich. Ich muss schneller fahren. Desto schneller ich mich entschuldigen kann, desto besser. Ach so, du bist es. Ich glaube, es hat funktioniert, aber ich bin mir nicht sicher. Sollen wir nachschauen? Ich werde nachschauen. Ihr bleibt hier. Die Leute werden immer dreister. Früher haben sie Gebäude mit Graffiti besprüht. Jetzt fliegen sie mit Raketen rein. Ich wünschte mir auch die Graffiti-Zeiten zurück. Achtung, Manfred, da fährt ein Auto auf der falschen Spur. Wo will die denn hin? Die ist ja komplett durchgeknallt. Das war knapp. Zum Glück ist nichts passiert. Egal, ich muss schnell zu Martin. Hier ist sie auch nicht. Wo zum Teufel ist sie? Kann es vielleicht sein, hat sie mich wegen unserem Streit verlassen? Hier sieht es gut aus. Ich kann kein Anzeichen von dem Virus erkennen. Ich muss alle Räume kontrollieren. Nur dann kann ich mir wirklich sicher sein. Was haben die nur mit dem Labor gemacht? Solche Banausen. Am besten wir rufen auch gleich die Polizei. Die können die Übeltäter direkt festnehmen. Gehen wir rein. Vielleicht gibt es drin ein Feuer. Ja, gehen wir. Martin, bist du es schon wieder? Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Nein, ich bin es, Marie. Marie, du bist es? Ja, wo ist Martin? Komm herein. Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich wirklich verlassen, wegen eines Streits. Wie kann Marie nur so dreist sein? Das ist der letzte Raum. Ich kann keine Spur von dem Virus sehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben das Virus besiegt. Hey Marie, schickes Kleid. Danke, Helmut. Weißt du, wo Martin ist? Wir haben uns gestritten. Ja, ich weiß. Martin war hier. Er war hier? Ja, er hat sich wirklich schlecht gefühlt. Wo ist er jetzt? Bei euch zu Hause. Ein Dankeschön wäre nett gewesen. Warum braucht ihr denn so lange? Kannst du sie sehen? Nein, ich sehe gar nichts. Vielleicht holt sie gerade etwas zu essen. Ich habe schon Hunger. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu ihr oder bleiben wir hier? Lisa? Ja, Markus? Kannst du von meinem Rücken runtergehen? Nein, lass mich kurz nachdenken. Wie läuft es bei dir? Ganz gut, und selbst? Bei mir auch. Die Flamme wird immer kleiner. Ja, sehr gut. Du, kann ich dich etwas fragen? Ja, was brauchst du? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wir haben alle gerettet. Warte kurz. Was ist das unten in der Ecke? Oh nein, ein kleines Virus hat überlebt.
Ich muss es zerstören. Komm her, Virus. Nein, bleib hier. Der arme Martin. Er fragt sich gerade bestimmt, wo ich bin. Du willst mich nicht, Marie. Na gut, es gibt andere, die mich wollen. Ja, hallo? Hey, Chantal, ich bin es, Martin. Martin Peters, das ist ja Ewigkeiten her. Ja, das kannst du laut sagen. Sag mal, hast du Lust, etwas zu unternehmen? Aber du bist doch verheiratet. Meine Frau und ich machen gerade eine Pause. Ach so, na dann gerne. Okay, treffen wir uns um 8 bei mir? Super, bis später. Ich werde die Trennung gewinnen. Was stellst du mir für Fragen? Konzentrier dich auf das Feuerlöschen. Kein Grund, gleich so aggressiv zu werden. Das dauert mir zu lange. Komm, Markus, wir gehen auch ins Labor. Ich werde dich nicht entkommen lassen, auch wenn das mein Ende bedeutet. Verzieh dich, Virus. Er ist einfach ausgewichen. Wie ist das möglich? Das Labor ist komplett zerstört. Das Virus kann nicht überlebt haben. Gehen wir rein und schauen nach? Auf jeden Fall. Chantal müsste gleich da sein. Sie freut sich wenigstens über die Blumen. Da bin ich mir sicher. Marie ist einfach undankbar. Das muss sie sein. Damit wirst du nicht durchkommen, Virus. Heute ist dein letzter Tag auf der Erde. Er ist schon wieder ausgewichen. Wie kann das sein? Oh nein, es bewegt sich weiter. Wem gehört das Auto? Hat Martin vielleicht Besuch von einem Freund? Hallo, Chantal. Hey, Martin, schön, dich wiederzusehen. Ja, finde ich auch. Wow, sind die Blumen etwa für mich? Ja, genau, die sind für dich. Wow, du bist wirklich ein Gentleman. Danke, ich wusste, dass sie dir gefallen. Gehen wir ins Wohnzimmer? Ja, gerne. Hallo, Martin, ich bin es. Ich will mich bei dir entschuldigen. Bist du hier irgendwo? Hallo? Er ist bestimmt im Wohnzimmer. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das war gute Arbeit. Was macht ihr hier? Den Brand löschen, und du? Das ist bestimmt die mit der Rakete. Hast du die Rakete hier reingeflogen? Ihr versteht das nicht. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Nein, wir müssen sofort die Polizei rufen. Achtung, das Virus! Alles gut bei dir? Ich fühle mich etwas krank. Wir sind es. Wir machen uns Sorgen um dich. Warum braucht sie so lange? Sie sollte doch nur kurz schauen, ob das Virus noch lebt. Keine Ahnung. Wir müssen sie suchen. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Das ist schon echt lange her. Bestimmt 5 Jahre oder so. Wow, das ist echt lange her. Warum hast du mir plötzlich geschrieben? Ach, ich hab dich einfach vermisst. Was passiert mit ihm? Hör mir genau zu. Wir müssen von hier weg. Dein Freund gibt es bald nicht mehr. Aber ich kann ihn doch nicht einfach hier alleine lassen. Doch, das kannst du. Oh nein, Manfred. Für Manfred ist es zu spät. Du kannst nur noch dich selbst retten. Los jetzt. Okay. Ich hab dich auch vermisst, Martin. Martin, was ist hier los? Wer ist das? Hallo, ich bin Chantal. Hallo, ich bin Chantal. Verschwinde sofort aus meinem Haus. Was ist hier los, Martin? Ja, was ist hier los, Martin? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Lisa, was machst du hier? Ich hab doch gesagt, du sollst draußen warten. Du hast so lange gebraucht. Ich hab mir Sorgen gemacht. Was war das? Er kommt. Wer kommt? Wir müssen weg von hier. Und zwar schnell. Ich habe Hunger. Ich werde sie essen. Und zwar alle. Kommt her. Was macht diese Frau in unserem Haus? Ich habe sie eingeladen. Willst du mich provozieren? Hey, du hast mich verlassen. Nicht andersrum. Was meinst du? Ich hab dich nicht verlassen. Ich hab dich gesucht. Also wolltest du gar nicht mit mir Schluss machen? Nein, natürlich nicht. Da vorne ist der Ausgang. Wir müssen die Stadt evakuieren. Das ist unsere letzte Chance. Ich kann das nicht. Du kannst was nicht? Ich kann Manfred nicht alleine lassen. Du kannst ihn nicht mehr retten. Er ist verloren. Ich muss es probieren. Oh nein. Aber vielleicht sollte ich mich von dir trennen, wenn du so reagierst. Nein, Marie, das war alles nicht so gemeint. Was macht die Frau noch in unserem Haus? Chantal, verschwinde. Hey Manfred, bist du es? Ich hab dich schon überall gesucht.
Da bist du ja. Das Abendessen ist serviert. Eine extra große Portion. Geht es dir gut? Du siehst irgendwie angeschlagen aus. Soll ich dir einen Tee machen? Ich will keinen Tee. Ich will Fleisch. Wir müssen ihm helfen. Nein, Lisa, dafür haben wir keine Zeit. Kommt jetzt. Wir müssen hier raus. Ich kann es nicht glauben, Martin. Wenn wir uns streiten, suchst du dir einfach eine andere? Das ist ein Missverständnis, Marie. Ich wollte dich nur eifersüchtig machen. Ich muss hier raus. Du widerst mich an. Halt, Marie, warte. Bitte, tu mir nicht weh, Manfred. Ich hab dich doch lieb. Komm jetzt her. Aua, du hast mich gebissen. Warum machst du das? Weil ich Hunger habe. Marie, bitte bleib stehen. Mama, Papa, seid ihr es? Lisa, Markus, was macht ihr hier? Warum habt ihr so komische Sachen an? Papa, bitte geht nach Hause und sperrt die Tür ab. Auf keinen Fall gehe ich mit dem nach Hause. Er ist ein Schwein. Oh nein. Sie läuft Richtung Labor. Wir müssen ihr helfen. Sehr gut. Jetzt bist du einer von uns. Ich habe Hunger. Komm, suchen wir uns etwas zu essen. Endlich bin ich weg von diesem Schwein. Er soll mich einfach in Ruhe lassen. Schau mal, Manfred, hier gibt es Essen. Mama, komm. Wir müssen von hier weg. Mama, nein. Das wird ein Leckerbissen. Mama, du musst sofort aufstehen. Ich kann nicht. Mein Knöchel tut weh. Wo sind sie hin? Ich weiß es nicht. Ich kann sie nirgendwo sehen. Ich auch nicht. Wie heißt du nochmal? Ich bin Lisa. Ach so. Und woher kennst du meine Tochter? Das erzähle ich dir später. Lass uns die beiden erst finden. Markus, wo warst du so lange? Es ist schon 16 Uhr. Macht dir das Praktikum so viel Spaß? Papa, hör mir genau zu. Wir müssen die Stadt sofort verlassen. Wo ist Mama? Sie ist noch auf Arbeit. Wieso willst du wieder die Stadt verlassen? Hat Lisa mit dir Schluss gemacht? Los jetzt, Mama. Wir haben keine Zeit. Du hast recht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich glaube, ich sehe sie. Wirklich? Ja, sie sind da vorne. Aber da ist noch jemand. Der sieht komisch aus. Oh nein, das muss einer von ihnen sein. Schnell, Martin, helfen wir den beiden. Nein, ich meine es ernst. Wir müssen von hier verschwinden. Warum? Ich habe aus Versehen ein Virus freigelassen. Hier ist es zu gefährlich. Hast du wieder bis morgens Fortnite gespielt? Oder woher kommen die Märchen? Das sind keine Märchen. Das ist die Wahrheit. Das Buffet wird immer größer. Marie, hör mir zu. Du musst sofort von dem Kerl dort verschwinden. Er ist gefährlich. Hat er dich bedroht, Lisa? Ja, er wollte mich beißen. Du Schwein, dafür wirst du bezahlen. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Ich gehe wieder arbeiten. Warte, Papa. Du weißt nicht, was passiert. Marie, was machst du da? Du sollst weg von dem Kerl. Mach dir keine Sorgen. Ich habe es schon mit Schlimmeren aufgenommen. Das glaube ich nicht. Aua, du hast mich gebissen. Willkommen im Team. Mama, nein. Papa, du verstehst das nicht. In ein paar Stunden ist es zu spät. Wir müssen jetzt verschwinden. Es reicht mit den Spielchen, Markus. Geh in dein Zimmer oder du bekommst eine Woche Hausarrest. Achtung, liebe Zuschauer. Das ist eine Eilmeldung aus München. In München ist eine Krankheit ausgebrochen. Sie verwandelt die Menschen in Zombies. Wir schalten live zu unserer Korrespondentin Raffaela. Raffaela, wie sieht es aus? In der Stadt herrscht ein einziges Chaos. Die Menschen flüchten in ihren Häuser und verstecken sich. Ist es wirklich so schlimm? Ja, jeder, der gebissen wird, verwandelt sich. Es gibt kein Heilmittel. Was soll das heißen? Ist das der Weltuntergang? Ich weiß es nicht. Es kann sein. Oh nein, da kommt einer von ihnen. Schnell weg hier. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Meine Empfehlung, steigen Sie in Ihr Auto und fahren Sie so weit wie möglich. Was war das? Oh mein Gott, verschwinden Sie, solange es noch geht. Glaubst du mir jetzt? Wir müssen ihr helfen. Das geht nicht, es ist zu spät. Ich lasse Sie auf keinen Fall alleine mit diesem Ding. Ihr seid als nächstes dran. Wir müssen weg, jetzt sofort. Niemals. Es tut mir leid, Papa. Was tut dir leid? Und warum nennst du mich Papa? Komm, Lisa, wir müssen gehen. Aber was ist mit Mama? Wir retten sie später.
Los jetzt! Markus, pack deine Koffer. Ich werde deine Mutter anrufen. Hast du das gesehen? Natürlich habe ich das gesehen. Der Fernseher ist direkt vor mir. Was machen wir jetzt? Wir holen Sarah, nehmen den Helikopter und fliegen so weit weg von hier wie möglich. Jonas! Ja, Papa? Pack deinen Rucksack. Nimm nur die wichtigsten Sachen mit. Wir verziehen uns von hier. Kann ich meine Kuscheltiere mitnehmen? Nein, Kuscheltiere sind für Weicheier. Nimm nur das Wichtigste mit. Okay, Papa. Lass mich gefälligst wieder runter. Oh ja, Entschuldigung. Was hast du mit mir gemacht? In ein paar Minuten kannst du dich wieder bewegen, versprochen. Wieso hast du das getan? Wegen dir ist Marie immer noch dort. Ich musste das tun, ansonsten hättest du dich auch angesteckt. Das werde ich dir noch heimzahlen. Sobald ich mich bewegen kann, gibt es Ärger. Wer bist du überhaupt? Angela, hörst du mich? Ja, Boss, was ist los? Mach den Helikopter bereit. Wir fliegen in einer Stunde. Alles klar, ich bereite alles vor. Ja, Schatz, was gibt es? Laura, hast du es schon gehört? Nein, was denn? Die Stadt wird evakuiert. Was? Warum denn das? Ich erkläre es dir später. Wir sind in 30 Minuten bei dir. Wo bin ich? Du bist jetzt auf der Seite von den Gewinnern. Ich sterbe vor Hunger. Ich muss unbedingt etwas essen. Da hinten gibt es Essen ohne Ende. Komm mit, ich zeige es dir. Sag schon, wer zum Teufel bist du? Du hast Marie auf dem Gewissen. Dafür wirst du bezahlen. Bitte, tu das nicht, Papa. Warum verteidigst du sie, Lisa? Sie ist der Grund dafür, dass deine Mutter nicht mehr da ist. Nein, sie will uns alle retten. Woher weißt du das? Weil das ich bin, aber aus der Zukunft. Habt ihr alles eingepackt? Ja, Schatz, ist alles im Kofferraum. Du auch, Jonas? Ich hab auch alles. Wo fahren wir eigentlich hin? Zu deinen Großeltern, nach Alaska. Los jetzt, fahren wir. Der Helikopter ist da. Gehen wir, Svetlana. Was ist mit Wauzi? Für Wauzi ist kein Platz. Ich kaufe dir einen neuen, wenn wir da sind. Aber Wauzi gehört zur Familie. Okay, er kann in den Kofferraum, aber der Rest bleibt hier. Wohin fliegen wir überhaupt? Auf die Cayman Islands. Kommt jetzt. Warte mal, also bist du Lisa? Ja, hallo Papa. Wie ist das möglich? Ich bin aus der Zukunft hergekommen, um euch zu retten. Aber alles ist schiefgegangen. Wie bist du hergekommen? Mit dem Bus? Nein, mit einer Rakete. Und wo ist die? Mit der haben wir das Labor in die Luft gejagt. Oh Mann, das dauert ja ewig. Überall ist Stau. So kommen wir nie nach Alaska. Na los, steigen Sie schon ein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh nein, ich habe meinen Schmuck vergessen. Ich kaufe dir neuen. Wir müssen jetzt los. Nein, das ist der Ring von meiner Großmutter. Ich muss die Sachen holen. Svetlana, warte. Wo habe ich den Schmuck zuletzt gesehen? Ich glaube, es war oben im Schlafzimmer. Ich wusste, dass es hier etwas zu essen gibt. Aber du bist echt dünn. Du zählst nur als Vorspeise. Oh nein, ich muss schnell hier weg. Wo willst du denn hin? Wir haben doch gerade erst angefangen. Der da vorne fährt einfach nicht weiter. Das dauert mir zu lange. Ich werde mit ihm reden. Ist das nicht zu gefährlich, Schatz? Gefährlich wird es, wenn wir weiter hier stehen bleiben. Okay, aber bitte sei vorsichtig. Hey, du Vollidiot. Wo hast du deinen Führerschein gekauft? Im Supermarkt? Meinst du etwa mich? Oh mein Gott. Okay, also ihr seid mit einer Zeitmaschine hergekommen, richtig? Ja, genau. Aber ihr seid mit der Maschine ins Labor geflogen, also ist sie kaputt. Auch richtig. Dann sind wir wohl in einer Zwickmühle. Die ist so dünn, Rainer. Die reicht nicht für uns beide. Gibt es hier irgendwo noch einen? Ich habe echt Kohldampf. Bitte lasst mich gehen. Auf keinen Fall. Verschwinde von hier, Svetlana. Ich kümmere mich um die beiden. Was war das? Ich glaube, jemand hat an der Tür geklopft. Willst du nicht aufmachen? Vielleicht ist es Papa. Ja, du hast recht. Rainer, bist du hier irgendwo? Hallo, ich bin es. Hallo, Liebling. Du siehst heute wirklich zum Anbeißen aus. Einfach köstlich. Können wir irgendwie an eine neue Rakete kommen? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich könnte eine bauen, aber ich brauche eine Rakete und Material. Wo finden wir um diese Uhrzeit eine Rakete? Es gibt nur einen Ort. Welchen? Die NASA. Dann müssen wir dort einbrechen.
Du willst eine Rakete von der NASA klauen? Ja, Lisa, wir haben keine andere Wahl. Wer ist das? Wo ist Angela? Sie müsste gleich da sein. Hast du den Schmuck wenigstens gefunden? Nein, leider nicht. Gut gemacht, Svetlana. Da kommt Angela. Was ist mit ihr passiert? Sie ist jetzt einer von denen. Kommt, wir machen einen Abflug. Das ging aber schnell. Alles okay, Mama? Wir müssen sofort los. Was ist mit Papa? Vergiss Papa, wir müssen los. Vielleicht ist Samuel wieder da. Ja, ich gehe nachschauen. Ich komme ja schon. Mann, Mann, die Leute haben keine Geduld mehr. Hallo, Schatz, hast du mich vermisst? Marie, bist du es? Ja, wie gefällt dir mein neuer Look? Was ist mit dir passiert? Das Gleiche wird auch mit dir passieren. Hoffentlich nicht. Wie lange brauchen wir bis auf die Cayman Islands? Noch 2 Stunden. Stell nicht so viele Fragen. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Alarm. Ein Alarm wofür? Ein feindliches Flugzeug ist in der Nähe. Jetzt hab ich euch. Was machen wir jetzt? Beten und hoffen, dass uns nichts passiert. Warum sind wir ohne Papa losgefahren? Das erkläre ich dir später, Jonas. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ich glaube, jemand verfolgt uns. Das Auto ist schon die ganze Zeit hinter uns. Wirklich? Denkt ihr wirklich, ihr könnt einfach so entkommen? Ihr müsst auf unsere Seite kommen. Warum braucht Papa so lange? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein alter Freund. Bitte, lasst uns in Ruhe. Niemals, ihr werdet zu uns gehören. Kommt, Leute, hier gibt es genug für alle. Was war denn los? Wir müssen sofort weg von hier. Sie kommen. Lauf! Hier kommt eine kleine Überraschung von Tante Angela. Was war das? Eine Rakete. Sie haben uns angegriffen. Und was machen wir jetzt? Einen Zaun zulegen. Wo sollen wir jetzt hin? Hier draußen ist viel zu gefährlich. Wir brauchen einen Unterschlupf. Ich kenne da einen Ort im Wald. Dort können wir uns fürs Erste verstecken. Okay, gehen wir. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, niemand darf uns sehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Jetzt werde ich es euch zeigen. Achtung, volle Kraft voraus. Oh nein. Was ist los? Ich habe keine Kontrolle mehr über das Auto. Geht es dir gut, Jonas? Ja, ich denke schon. Komm, steig aus. Wir müssen zu Fuß weiter. Okay, Mama. Jetzt reicht es. Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Wir wurden getroffen. Was bedeutet das? Dass wir abstürzen. Das war ein Volltreffer. Wo sind alle? Du hast uns ein großes Abendessen versprochen. Die kommen schon wieder, da bin ich mir sicher. Das wäre gut. Ansonsten essen wir nämlich dich. Was sollen wir jetzt machen? Die Situation wird jede Sekunde schlimmer. Wir müssen so schnell wie möglich in die Vergangenheit reisen und alles rückgängig machen. Dann auf zur NASA. Schnappen wir uns unsere Rakete. Mit dem Auto kommen wir nirgendwo hin. Ja, wir müssen zu Fuß weiter. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Hallo, Liebling. Ich bin wieder zu Hause. Das Abendessen ist schon serviert. Danke. Geht es dir gut, Svetlana? Ja, aber wo sind Sarah und Wauzi? Sie sind wahrscheinlich schon gelandet. Siehst du die Insel da unten? Ja, ich sehe sie. Dort müssen wir landen. Okay, alles klar. Glaubt ihr wirklich, wir sollen bei der NASA einbrechen? Wir haben keine andere Wahl, Lisa. Wir müssen es tun. Für Marie. Papa hat recht. Folgt mir. Ich weiß, wo die Raketen sind. Die Raketen sind gleich da hinten. Wir sind fast da. Sag mal, woher kennst du dich so gut bei der NASA aus? Ich habe nach der Schule studiert und dann hier gearbeitet. Wow, aus meiner Tochter ist ja richtig was geworden. Damit habe ich nicht gerechnet. Was soll das denn heißen? Los jetzt, lass uns keine Zeit verlieren. Siehst du sie hier irgendwo? Nein, hier ist nichts. Das ist eigenartig. Irgendwo müssen sie doch sein. Geht es dir gut, Bautzi? Ich glaube, das war ein Ja. Ich kann nicht mehr, Mama.
Können wir bitte eine Pause machen? Okay, aber nur 5 Minuten. Danach müssen wir weiter. Was war das für ein Geräusch? Woran denkst du? Lass mich kurz überlegen. Wo versteckt er immer die Schlüssel? Ich weiß es. Er lässt sie immer in der Rakete. Wo sind wir hier, Wauzi? Ja, ich auch nicht. Wir müssen Mama und Papa finden. Ich glaube, sie sind da drüben. Komm mit. Hast du das auch gehört? Ja, was war das? Warum läufst du vor mir weg, Schatz? Ich will dir doch nur helfen. Jonas, lauf! Da vorne sind sie. Komm, Svetlana. Dachten die wirklich, die können so leicht entkommen? Was für Anfänger! Da ist sie ja. Genau, was wir gesucht haben. Kommt schon, Leute, steigen wir ein. Mal schauen, ob ich diese alten Dinger noch fliegen kann. Abflug in 3, 2, 1. Ich habe es immer noch drauf. Ey, Captain, wir haben ein Problem. Was ist los? Ich glaube, jemand hat gerade eines unserer Raumschiffe geklaut. Die haben was getan. Da bist du ja. Wo wart ihr die ganze Zeit? Entschuldigung, Papa. Wir sind einem Baum gelandet. Wo sollen wir jetzt hin? Hier ist gar nichts. Wir müssen einen Unterschlupf suchen. Was war das? Ich glaube, Wauzi hat Hunger. Das war nicht Wauzi. Lass mich kurz überlegen, wie können wir das alles verhindern? Das Virus bricht nur aus, weil Markus ein Praktikum im Labor macht, oder? Ja genau, so hat alles angefangen. Dann müssen wir verhindern, dass Markus das Praktikum bekommt. Gute Idee, Lisa. Das müsste funktionieren. Na gut, fangen wir an. Soll ich mitkommen? Nein, du bist zu tollpatschig, Papa. Du bleibst hier. Was machst du da? Du sollst weglaufen. Was ist mit dir? Ich kümmere mich um den da. Er war schon immer ein Weichei. Ich will dich nicht alleine lassen. Geh jetzt, Jonas, und zwar sofort. Hallo, Boss. Schön, Sie wiederzusehen. Angela, was machst du hier? Ich habe gehört, hier gibt es ein All You Can Eat. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich um Sie. Sind wir richtig? Ja, ich denke schon. Entschuldigung, Herr Kunze. Lisa, warum bist du nicht im Unterricht? Welches Datum ist heute? Der 25.10.2023. Wieso? Heute beginnt Markus das Praktikum. Wir müssen sofort zu ihm. Bist du bereit für dein Praktikum, Markus? Ja, ich denke schon. Ist alles okay? Du siehst etwas müde aus. Bin ich auch. Ich habe bis 4 Uhr Fortnite gespielt. Da vorne ist das Labor. Und da ist Markus' Haus. Wie verhindern wir jetzt, dass er das Praktikum macht? Wir dürfen ihm auf keinen Fall erzählen, was passiert. Das ist eine Regel vom Zeitreisen. Okay, was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Aber er wird dir nicht gefallen. Ihr werdet zu uns gehören. Jeder einzelne von euch. Du hast keine Chance gegen mich, Liebling. Gib einfach auf. Ich will das nicht tun. Es tut mir leid, Lisa. Aber es geht nicht anders. Du musst es tun. Hallo, Schatz. Ich hab dich überall gesucht. Endlich habe ich dich gefunden. Lisa, was machst du denn hier? Und was ist das für ein Outfit? Es ist vorbei zwischen uns. Wie bitte? Ich mache Schluss mit dir. Aber warum? Du musst es nicht verstehen. Du musst es aber akzeptieren. Blödes Praktikum. Ich habe keine Lust mehr. Wo bin ich? Was ist passiert? Es hat funktioniert. Alles ist wieder normal. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Teil und klickt auf dieses Video.